Hey, das ist der Ein... Du bist kein Löffel. Du bist eine schnöde Schaufel. Guck mal, Harvey, da steckt eine Schaufel in dem Fass. Edna, das ist ein Löffel. Unsinn. Unsinn. Findest du nicht gut, Edna? Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Hey, fass das. Das ist der einzige. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Was auch immer für Dämonen darin schlafen, ich wecke sie besser nicht. Ich habe Angst, dass sich meine Netzhaut ablöst, wenn ich da zu nah rangehe. Lieber nicht. Ich mag meine Fingerkuppen da, wo sie sind. Los, Harvey! Fass! Ui. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. Los, Harvey! Das verstößt garantiert gegen die Umweltbestimmungen. Auf der anderen Seite, meine Fußnägel tun das sicher auch. Ich sollte in diesem Fall lieber den Ball flach halten. Lieber nicht. Ich habe Angst, dass sie sich darin auflöst. Das könnte dieser Stinkdrink sein, der hier auf der Karte steht. Lieber nicht. Ich habe Angst, dass es sich darin auflöst. Das ist bereits beschriftet. Lieber nicht. Ich habe Angst, dass er sich darin auflöst. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Wir spielen alle wie Flasche leer. Der ist kaputt und der Ball fehlt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Wenn du Kickertische verrücken willst, dann spiel gegen Metagames. Aber was machst du denn da, Edna? Ups, ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Captain Unbrauchbars Hauptquartier ist der Tiefparterre Cave. Per Knopfdruck verwandelt sich die taktische Hauptkonsole in einen Kickertisch, bei dem allerdings der Ball fehlt. Wollen wir kickern, Harvey? Okay. Kickern, nicht kichern. Ach so. Auch nicht kickern. Kickern! Hä? Und dann...
Aber was machst du denn da, Edna? Ups, ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Cornflakes stehen nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem welche bekommen. Die Welt ist ein Safari-Park und du sitzt hinterm Steuer. Lieber nicht. Aber was machst du denn da, Edna? Ups. Wir werden... Aber was machst du... Aber was machst du denn... Aber was machst du... Aber was machst du... Diese Fliege ist bereits auf der anderen Seite. Der Kaffee! Versteht ihr nicht? Der Kaffee! Womit? Prima! Hier drin könnte ich meine Fußnägel sammeln. In diesem Bild schickt Captain Unbrauchbar nützlich Boy Kaffee kochen. Nein, danke. Ich trinke nicht, wenn ich im Dienst bin. Lass uns den Becher zerschneiden. Das würde ich lieber sein lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er noch nützlich wird. Och, Menno. Nicht traurig sein, Partner. Du kannst ja stattdessen meine Nasenhaare schneiden. Yippie! Nichts, was auf der Karte steht, passt zu diesem Becher. Wo zum Teufel kommt der also her? Wir könnten ein paar Löcher in den Becher stechen. Ja, das wäre lustig. Aber mir schwant, dieser Becher hat noch eine größere Aufgabe. Huh, da steht schon was drauf. Vorsicht, Frank, in Spiegelschrift. Seltsam. Na sowas. Diese Poloschlägerschutzkappe ist zu klein für meinen Schläger. Sieh nur, Harvey. Da hat jemand Vorsicht Frank auf den Becher geschrieben. In Spiegelschrift. Das hier ist wirklich ein Irrenhaus. Die qualifizierte Bemerkung eines sprechenden Stoffhasen. Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. Unsichtbare? Bist du das? Wer sonst? Wer rastet der Roastbeef? Die will ich nicht. Nein, danke. Ich trinke lieber im Stehen. Was hältst du davon, Harvey? Hui! Eine Herde Galapagos-Schildkröten. Woran erkennt man Galapagos-Schildkröten? Sie laufen nicht weg, wenn man wild mit den Armen rudert. Ich meine, sie laufen nicht weg, wenn man eine Standard-Greifbewegung ausführt. Na, das will ich sehen. Hui, Galapagos-Schildkröten. Der ist nicht geschraubt, sondern nur lose ineinander gesteckt. In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Der sitzt bereits lebenslänglich. Die kommt ja kaum durch Papier. Wie soll sie dann Holz schneiden? Nein, danke. Ich trinke. Diese Sitzgruppe hat sie im Gegensatz zu gewissen. Puh.
Polo spielt man zwar im Sitzen, aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was du damit bezweckst. Da kommen die Münzen rein. Echo! 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 Oh! Dieser Münzschlitz funktioniert wie ein Wunschbrunnen. Man darf sich nur was wünschen, wenn man eine Münze reinwirft. Ich brauche eine Münze. Da kommen Münzen rein, nicht raus. Hast du etwas Kleingeld für mich, Harvey? Leider nein. Ich bin vollkommen pleite. Verfluchte Raubkopierer. Da passen nur Münzen rein. Mal sehen, ob ich das Ding knacken kann. Fehlanzeige. In diesem Bild pumpt sich Captain Unbrauchbar Kleingeld für den Waschsalon. Da passen nur Münzen rein. Cornflakes lassen sich nicht ohne weiteres trinken. Dazu muss man sie vorher 10 Minuten in Milch stehen lassen. Gute Idee. Ich verpasse einigen Cornflakes eine Zickzackkante. Auf diese Weise bekomme ich Mini-Ninja-Sterne mit Zimtgeschmack. Dadurch werde ich unbesiegbar. Oh nein. Mein Traum liegt in Bröseln. Mal sehen, ob ich das Ding knacken kann. Fehlanzeige. Da passen nur Münzen rein. Da passen... Mal sehen. Fehlanzeige. Da passen nur... Da passen nur... Leer! Das ist ein Kaffeeschacht, kein Kohlenschacht. Leer! Leer! Guck mal, Harvey, da kommt der Kaffee raus. Die Storchnummer kannst du dir sparen. Ich weiß, was Sache ist. Da kommt nichts rein. Im Gegenteil, hoffentlich. Ist das nicht... Ja, es ist ein Stuhl. Sitz, mach Platz. Braver Stuhl. Lieber nicht. Meine Kniescheibenflüssigkeit gerinnt so schnell, wenn ich sitze. Nein, der sieht so aus, als hätten schon 1000 Studenten darauf gekotzt. Was hältst du davon, Harvey? Ich glaube, es ist ein Pferd. Glaubst du? In der Kommandozeile stand Stuhl. Zähl die Beine. Es muss ein Pferd sein. Sitz, mach Platz, braver Stuhl. Der ist nicht geschraubt, sondern nur lose ineinander gesteckt. In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Der sitzt bei... Dieser Stuhl im Gegen... Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Wie armselig. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ich fange mit dem Rauchen an, wenn ich hier draußen bin. Versprochen.